Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im winterlichen Waldau. Allerdings, etwas Merkwürdiges geht hier vor und vielleicht fällt es euch auf. Schaut mal genau hin, irgendetwas stimmt nicht in diesem Dorf. Etwas fehlt. Wir haben ja das letzte Mal einiges getan. Und eine entscheidende Sache ist nicht mehr da. Genau, das Herrenhaus fehlt. Um genau zu sein, es fehlt nicht, es ist unsichtbar. Habt ihr gerade den Mann dort verschwinden sehen? Ja, er ist in dieses unsichtbare Herrenhaus gegangen. Wenn ich darauf klicke, dann wird mir das sogar angezeigt. Und, jetzt wird's richtig wild, wenn ich den Burgplan öffne, dann erscheint es wieder. Es ist eine besondere Fähigkeit von Walter von Waldau. Er kann sich so vor diesen widerlichen Bauern verstecken. Nein, es ist natürlich ein Bug. Ein doch gravierender Bug. Schon jetzt der zweite, dritte, der mir aufgefallen ist. Das muss man einfach dazu sagen. Auch das gehört zu dieser Early Access Version. Wie auch immer, wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe ein bisschen was ausprobiert. An den Einstellungen geht es nicht. Neuladen, Spiel neu starten, natürlich das Übliche getan. Es ist dieser Spielstand. Mit dem könnten wir so nicht weitermachen. Wir könnten natürlich das Herrenhaus abreißen, neu bauen. Auch dann besteht aber vielleicht das Risiko, dass es wieder verschwindet. Was habe ich getan? Ich habe jetzt einfach den vorletzten Spielstand geladen und habe das einfach nachgebaut, was wir zuletzt gemacht haben. Das war nicht besonders viel, das war kein Problem. Und das scheint zu funktionieren. Den neuen Spielstand lade ich euch. Und da sind wir genau im gleichen Monat eigentlich, am gleichen Zeitpunkt. Und da steht das Herrenhaus und ist nicht mehr unsichtbar. Eine Kleinigkeit habe ich geändert, das will ich zugeben. Und zwar hatten wir ja hier ein weiteres leeres Haus, eine weitere leere Hofstätte gebaut. In dieser Zeitlinie habe ich aber hier eine kleine Lücke gelassen und einen Weg hier schon mal reingeplant, weil es mir wichtig erschien, dass wir jetzt nicht diesen zweiten Ring, den ich ja hier baue, dass ich den nicht komplett zubaue, weil dann wären die Wege sehr lang. Das erscheint mir besonders wichtig, das müssten wir auf der Seite auch machen. Im Übrigen, das sei schon gesagt, wird hier und das, diese beiden Teile, die werden nicht bebaut werden, weil das ist ja tatsächlich Teil des möglichen Burghofes. Ja, kann man eigentlich diesen Kreis noch anpassen? Das sind die Mauerpunkte. Ne, ich glaube nicht. Das ist der Maximalbereich dieses Herrenhauses. Vielleicht später, wenn man das upgradet. Okay, also das ist die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe. Ansonsten ist alles soweit gebaut. Das funktioniert. Und natürlich sind die Ressourcen jetzt ein bisschen verändert, aber das ist ja alles nicht relevant und gravierend. Ich muss nur mal checken, wie wir es mit den Berufen jetzt haben. Auf jeden Fall will ich noch einen in die Sägegrube schicken. Der Rest passt dann erstmal so. Ja, dadurch, dass wir jetzt ein Herrenhaus haben, ist der gute Walter von Waldau jetzt, denke ich, auch hier öfter mal anwesend. Und deswegen kann ich euch jetzt diesen wunderbaren Besichtigungsmodus zeigen, den dieses Spiel auch hat. Der ist noch ein bisschen instabil, wird zumindest gewarnt vom Entwickler, aber tatsächlich kann man in einer Third-Person-Ansicht hier durch das Dorf laufen. Das werden wir mal kurz tun. Und uns ein paar Sachen aus dieser Perspektive anschauen. Interessant, dass hier immer neue Schilde geholt werden. Ich habe schon Speere gesehen. Ich hätte gedacht, wir hätten schon nur so 20 Miliztruppen. Bin mir nicht ganz sicher, wie das kommt. Aber gut. So, der Markt wird langsam immer belebter. Immer mehr Marktstände erscheinen hier. Aber das ist ja nur ein gutes Zeichen. So, hier haben wir den Brunnen. Ich habe mir überlegt, langsam ist das Dorf so groß, dass wir vielleicht einen zweiten Brunnen benötigen. Zum Beispiel in der Nähe des Herrenhauses. Vielleicht sogar im späteren Mauerbereich des Herrenhauses. Aber da haben wir wahrscheinlich keine Wasseradern. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das wäre natürlich für die Verteidigungsfähigkeit eine gute Sache. Auch wenn das sicher nicht simuliert wird, würde es ganz gut passen. In die Kirche können wir können in die Gebäude meines Wissens nicht hineingehen. Sie sind auch von innen nicht gestaltet. Ja, so weit, so schön. Macht auch aus dieser Perspektive einen guten Eindruck. Ich würde es gut finden, wenn man noch Büsche pflanzen könnte.
Dann könnte man hier doch noch ein paar Büsche wieder setzen, weil im Moment sieht es relativ kahl aus. Aber dieser Bereich wird sich in Zukunft auch noch verändern. Das wird, glaube ich, immer noch ein bisschen dichter bebaut werden. Wir haben ja noch einiges hier vor uns. Okay. Ich hatte jetzt Zeit, ein bisschen eure vielen Kommentare durchzulesen und will auf ein paar Sachen eingehen, auch ein paar Hinweise gerne aufgreifen. Als erstes habt ihr völlig recht, ich habe hier hinten ja Straßen abgerissen und vergessen, das Jägerlager wieder anzuschließen. Das sollte ich dringend tun. Es ist spielmechanisch jetzt kein Drama, denn die Ressourcen werden trotzdem abgeholt. Das ist also kein großes Problem. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Personen, wenn sie hier so rumlaufen, die sind nicht schneller auf den Wegen. Der Unterschied ist, glaube ich, wenn Karren fahren. Die fahren auf den Wegen schneller. Insofern logistisch natürlich ein bisschen besser, wenn es da so einen Weg gibt. Es gab noch Hinweise, dass bestimmte andere Häuser nicht direkt angeschlossen sind. Muss ich mal gucken. Irgendwo an das Straßennetz angeschlossen. Ja, aber ich glaube, im Wesentlichen passt das hier alles. So, das war der erste kleine Hinweis. Der zweite, mir wurde mehrfach nochmal gesagt, aber das habe ich ja eigentlich auch schon erläutert, dass es ja die Möglichkeit gibt, hier Wohnraum zu erweitern. Das ist eine spannende Sache, die können wir vielleicht mal erörtern. Also, man kann quasi den Wohnraum verdichten auf diesen Hofstätten. Dann werden so kleine Nebenhäuser noch gebaut. Und da kann eine weitere Familie wohnen. Und das kostet ebenfalls zweimal Bauholz, genauso viel wie es kostet, eine neue Hofstätte zu bauen. Ist insofern am Ende das Gleiche. Jetzt ist aber die Frage, ist es wirklich das Gleiche? Wann lohnt sich das, wann vielleicht nicht? Also meine Überlegungen sind folgende. Erstens ist es so ein bisschen ästhetische Sache. Ich würde gerne schneller wachsen, also so auch in die Fläche wachsen, einfach weil das Dorf dann schöner aussieht. Zum Zweiten ist man dadurch flexibler, was Arbeitswege betrifft. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt einfach konsequent hier das immer ausbauen und verdichten, hätten aber zunehmend jetzt im Rückraum irgendwelche Arbeitsplätze, dann wären die Wege natürlich etwas länger, als wenn wir zum Beispiel jetzt hier flexibler die Häuser setzen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwann hier so einen Bauernhof setzen, könnte es sein, dass ich dann hier lieber ein Haus habe und dann ist der Weg sehr kurz. Also man ist, was die Wegeplanung betrifft, ein bisschen flexibler in dieser Geschichte. Das Zweite ist, dass natürlich, je mehr Gehöfte man hat, umso mehr potenzielle Hinterhöfe hat man auch, mit denen man dann was anfangen kann, hier mit Hühnern und Gemüsen. Da braucht man natürlich wiederum Regionsvermögen, um das anzulegen. Insofern jetzt natürlich noch nicht so ein großes Argument, aber sollte man auch mit bedenken. Und das nächste ist nochmal folgendes. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hofstätte, wie ich das hier tun könnte, in eine Werkstatt umwandle, dann arbeitet ja die Familie, die hier wohnt, zukünftig nur noch in dieser Werkstatt und nirgendwo anders. Wir können sie nirgendwo einsetzen. Wenn dort jetzt zwei Familien wohnen und ich das zu einer Werkstatt umwandle, dann arbeiten beide Familien in dieser Werkstatt. Das heißt, man kann da nicht differenzieren, einer ist Schuster und der andere ist Holzfäller. Nein, dann sind beide Familien Schuster. Und das bedeutet, die verbrauchen dann natürlich auch mehr Leder, die produzieren mehr Schuhe. Und das will man vielleicht am Anfang noch nicht. Man ist also ein bisschen unflexibler, was diese Umwandlung in Werkstätten betrifft. Insofern, wir werden auf jeden Fall hier auch verdichten, aber ich denke, erst wachsen wir noch ein bisschen in die Fläche und dann können wir das kontrolliert tun. Ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. So, dann gab es noch einen sehr coolen Hinweis, das wusste ich tatsächlich nicht. Man benötigt hier keine Person in der Kirche dafür, dass dieser Bonus hier da ist. Da reicht das Gebäude an sich. Diese Person ist wirklich nur als Totengräber gedacht. Wenn Leute sterben, vor allem zum Beispiel in Scharmützeln mit Banditen oder so, aber vielleicht auch an Krankheiten oder Frost, dann braucht man Totengräber, damit die Leichen nicht irgendwo rumliegen. Aber da das jetzt für uns noch nicht relevant ist, können wir hier eine Familie sparen und die für einen anderen Zweck nutzen. Gute Sache. Im Übrigen, während ich quatsche, werde ich hier nochmal jemanden zu den Steinmetzen bringen. Vielleicht sogar zwei, damit wir einfach relativ schnell jetzt dieses Feldsteinvorkommen einfach abbauen und das dann schon wieder ignorieren können. Weil mehr kriegen wir dann hier in unserer Region nicht. So, das nochmal dazu.
Und dann noch ein sehr wertvoller Hinweis. Tatsächlich habe ich das gar nicht gecheckt. Ich habe ja immer ein bisschen gefummelt hier beim Entwerfen hier der Hofstätten. Und zwar kann man Folgendes machen. Wenn ich das jetzt hier so definiere, kann ich das so machen. Und mit dem Minus kann ich sagen, ich möchte aber hier nur ein Grundstück haben und nicht zwei. Dadurch ist das deutlich einfacher machbar. Wichtiger Hinweis, werde ich jetzt in Zukunft berücksichtigen. Okay, das dazu. Jetzt zu unseren eigentlichen Geschäften. Wir haben jetzt eine Familie nicht zugewiesen. Das ist in Ordnung. Pass mal auf. Als erstes Gesetze verfügbar. Haben wir nochmal neue Gesetze? Nö, ne? Das ist nur eine Erinnerung, dass die Geschichten verfügbar sind. Als erstes sehe ich, dass die öffentliche Ordnung tatsächlich jetzt hergestellt ist. Durch das Herrenhaus. Und jetzt ist der entscheidende Punkt und da warte ich mal ab. Ich bin gespannt, ob jetzt es immer noch zu Diebstählen kommt durch die Banditen. Wenn ja, dann hat das wirklich einfach nur mit der Existenz dieser Banditenlager auf der Karte zu tun. Wo hatten wir es nochmal? Wir hatten es doch hier irgendwo in der Nähe. Jetzt bin ich verwirrt. Ich hätte schwören können, dass wir unten hier ein Banditenlager haben. Vielleicht in diesem Spielstand nicht gekommen. Ja, okay. Das kann natürlich sein. Wie auch immer. Also dann liegt es an der Existenz der Banditenlager. Wenn jetzt kein Diebstahl mehr kommt, dann liegt es an der öffentlichen Ordnung. Ist ein Experiment, deswegen werden wir auch nicht mit irgendwelchen Truppen jetzt losziehen. Soweit dazu. So, dann will ich mal probieren, auch darauf wurde ich hingewiesen, dass man braucht keinen Handelsposten für Vieh, um sich hier zum Beispiel einen neuen Ochsen zu besorgen. Aber, ich hatte ja schon erwähnt, das war bei mir verbuggt, ich probiere es aber trotzdem nochmal. Wir bauen das Ganze erstmal zu einem kleinen Stall aus. Dafür benötigen wir einfach nur Bretter, die haben wir genug. Das können wir auf jeden Fall machen. Was wir auch machen können, ist, dass wir schon vorbereiten, wenn der Winter vorbei ist, dass wir hier eine Sammlerhütte haben, die dort die Beeren sammelt. Und jetzt ist die Frage, ja, natürlich sehr, sehr weit entfernt. Aber ich denke, es lohnt sich. Wir haben ja inzwischen noch wirklich viele Familien. Können wir ruhig machen. Also, sammeln. Wildbeuterhütte. So, wir machen mal das so ein bisschen in der Mittelposition. Dass sie noch einigermaßen nah am Dorf sind, hier würde ich sagen. Und können das dann schon vorbereiten. Wie werden wir den Weg machen? Ich glaube so. Ja, wir können auch direkt eigentlich hier mal runtergehen. Finde ich auch in Ordnung. Dann machen wir hier noch einen kleinen Seitenweg. Und gehen aber von hier auch noch dahin. Okay, das ist die Vorbereitung darauf. Sehr schön. Kurz nochmal einen Blick, was die Verteilung der Arbeitskräfte betrifft. Wir haben jetzt hier jemanden in der Sägegrube, deswegen, weil wir jetzt hier Handel betreiben. Und jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier eingestellt? 15. Wir haben 37. Das heißt, jetzt müsste aber eigentlich... Haben wir auch jemand erarbeitet? Ja. Bread. Jetzt müsste aber eigentlich, wenn der nächste Händler kommt, müsste der Rubel richtig rollen. Ne? Aber ich sehe gerade, hier ist nichts eingelagert. Wieso? Exportieren Bretter. Die müssen doch jetzt eigentlich Bretter bringen wie Wilde. Wir müssen mal schauen, was die Personen tun. Hier Lorenz transportiert. Hä? Du sollst... Wieso? Wieso bringst du jetzt da Fleisch? Vielleicht holt er das... Ist das sein privates Fleisch zum Essen? Ansonsten verstehe ich nicht, warum Lorenz jetzt Fleisch transportiert. Was ist hier los? Und warum betreibt diese Familie einen Marktstand? Auch das ist sehr mysteriös. Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Also, wir gucken nochmal, habe ich noch irgendwas Fleisch? Kein Handel. Es könnte sein, dass ich hier gerade erst die Umstellung gemacht habe. Auch das vielleicht hängt das mit dem Spielstand zusammen. Aber das ist etwas mysteriös.
Hier bereitet jemand Waren für den Verkauf vor. Das ist doch schon mal gut. Und hier handelt jemand. Wieso handelst du denn? Warum ist er im Lebensmittelstand? Es könnte sein, weil die in der Hofstätte wohnen, wo sie die Mohrrüben haben. Das ist möglich. Das ist möglich. Das könnte sein, dass die den Mohrrübenverkauf organisieren. Aber das ist ziemlich dämlich. Ey, wegen einer Mohrrübe steht er da. Das gefällt mir eigentlich nicht. Der soll Handel betreiben. So, jetzt läuft es. Wir lassen ihn noch mal ein bisschen Zeit. Also, die Dame hier holt jetzt Bretter, damit dort Handel betrieben werden kann. Und er verkauft die Mohrrüben. Naja, es ist, wie es ist. Gut. So weit, so gut. Okay. Ja, jetzt kommen hier richtig viele Ressourcen rein. Wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen wieder was tun und planen. Der Stall ist da. Genau, und das ist jetzt der Knackpunkt. Also, man kann hier über dieses Menü kann man Ochsen ordern. Wir haben natürlich jetzt noch kein Regionsvermögen, damit wir das tun können. Hm? Und vermutlich benötigt man halt hier auch eine Familie, die hier ist, weil die müsste wahrscheinlich den Ochsen holen. Sobald ihr eine Order platziert habt, besucht ein Viehhändler die Stadt, um das Tier zu liefern. Okay, das heißt, man braucht tatsächlich keinen eigenen Viehhändler. Und da habe ich tatsächlich leider einen Bug erlebt, der sehr, sehr unangenehm war. Deswegen, bevor ich das lanciere, bevor ich das starte, werde ich einmal abspeichern. Weil da kam tatsächlich kein Ochse. Der wurde irgendwie an der Grenze bereitgestellt und stand da rum. Der Viehhändler kam nicht. Ich konnte dann erst mit dem eigenen Viehhändler den holen. Aber der Ochse hatte dann, ja, der wurde quasi angezeigt, aber tauchte da nicht auf, wurde nicht eingesetzt. Das war ein unangenehmer Bug. Deswegen bin ich da ein bisschen gebranntes Kind und passe jetzt ein bisschen auf in der Hinsicht. Aber gut, wir haben schon Januar und das bedeutet, nein, wir haben nicht die 20 Regionsvermögen, da müssen wir erstmal auf den nächsten Handel warten. Na gut, dann wird jetzt hier gleich eine Familie einziehen. Das heißt, wir können jetzt schon mal das nächste Gebäude vorbereiten. Und genau, da ist die nächste Familie eingezogen. Sehr, sehr schön. Und das machen wir folgendermaßen. Wir werden ungefähr, ja, ich würde sagen, hier mal eine Querstraße hier hinten durchführen. Die werden wir allerdings auch weiterführen zum Herrenhaus. Die war hier schon gewesen, finde ich ganz gut, wenn wir die mitnutzen. Nehmen wir das als Inspiration. So, führt dann dorthin. Und wisst ihr was, jetzt wo ich das hier so sehe, ich finde, wir könnten ein Gebäude hier auch schon mal direkt planen, nämlich das Steueramt. Das klingt irgendwie ganz gut. Und ich finde, es könnte so als Seitengebäude des Herrenhauses hier stehen, innerhalb des späteren Mauerbereiches. Das gefällt mir. So, jetzt sagen wir, komm mit. Ich hoffe, das verschwindet jetzt nicht wieder hier. 422, nee, das müsste passen, sehr gut. Ich hätte gedacht, dass wir hier, da war irgendwie wie so eine Art Snap-Punkt, aber ist nicht der Fall. Na, wir warten erstmal ab, wie das ist, wenn das Gebäude gebaut wird. So, und jetzt werde ich hier das nächste Gehöft planen. Warum? Das ist schon so ein bisschen Vorbereitung auf eine Bauernstelle, die ich hier hinten dann platzieren will. Ich will hier in diesem freien Bereich dann die Felder haben. Also nutzen wir das mal, dieses Gebiet. Jetzt werde ich das mal mit dem Minus machen. Ja, das gefällt mir gut. Machen wir das so. Aha, der Baum wird dann automatisch gefällt. So. Ich check nochmal ganz kurz. Okay, 20 Miliz. Genau. Mhm. Weil ich wunderte mich, dass die Schilde genommen wurden, aber das müssten dann die letzten Milizleute gewesen sein. Mehr ist dann erstmal nicht mehr. Ist auch in Ordnung. Ich, warte mal. Warum um Himmels Willen ist das wieder auf 90% runtergegangen? Nicht genug ein Verwaltungsgebäude? Hä? Kann das sein, dass die, wisst ihr was? Es könnte sein, dass diese Baustelle dazu führt, dass das Herrenhaus selbst nicht mehr als aktiv gilt. Insofern ist unser Experiment jetzt ein bisschen unterbrochen.
weil hier quasi weitergebaut wird. Was unterhaltet ihr euch hier hinter dem Haus? Das ist mysteriös. Ja, die dürfen wahrscheinlich nicht im Haus sein während des Baus. Das kann auch gut möglich sein. Gut, ansonsten denke ich, es ist jetzt tatsächlich mal an der Zeit, dass wir ein erstes Gewerk hier mit aufnehmen. Und leider wird er hier nicht gut ausgewiesen, was man eigentlich für Vorprodukte braucht, zum Beispiel, um jetzt Schuhe herzustellen. Ich gehe mal fest davon aus, dass Leder nötig ist. Wir haben 5 Bretter, sollte kein Problem sein. Ich muss dafür aber jetzt Regionsvermögen ausgeben. Aber ich denke, wir machen das. Machen wir das als nächstes und damit wird hier hinten jetzt eine Schusterwerkstatt gebaut. Wir gucken gleichzeitig, ob hier inzwischen Bretter schon mal angeliefert worden sind. Jawohl. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwo ein Händler vorbeikommt, dann verdienen wir 20 Regionsvermögen und könnten dann sofort die Geschichte mit dem Ochsen machen, der wichtig für uns ist. Ist im Übrigen, warum ist dieser Weg eigentlich nicht hier direkt weitergeführt? Das sollten wir auch nochmal verändern. Und man könnte jetzt doch mal diese kleine Effizienzsteigerung wagen. Und hier nochmal so eine Abkürzung etablieren. In die andere Richtung scheint mir das jetzt nicht so sinnvoll zu sein. So, Januar. Licht sieht auch gleich wieder anders aus. Hier die Händlerin, die holt die Bretter. Dann haben wir da 15 Bretter. Das wären schon 30 Regionsvermögen. Sehr, sehr schön. Und was wir auf jeden Fall auch immer noch nebenbei machen können, ist die Hofstätten abzugraden. Das wäre auch möglich. Wie viel Feldsteine sind noch hier? 106, sehr schön. Steine kommen jetzt gut rein. Bretter haben wir auch genug. Die wilden Tiere haben sich auch langsam erholt. Die Frage ist, wie lange machen wir jetzt die Jagdpause? Ich denke, wir lassen es noch eine Zeit. Vielleicht bis sie auf Maximum sind, ich weiß es nicht. Im Moment haben wir die Arbeitskräfte gut verteilt. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich 2 Ochsen bekommen würden, dann wären hier 2 Familien auch. Dann wäre hier eine Familie am Stall ganz angebracht, die sich dann nur um die Ochsen kümmern. Schon eine gute Sache. So, ist das jetzt hier eine Händlerin? Nee, ne? Sie bringt hier nur weitere Bretter hin. 20 Bretter haben wir schon. Da hinten kommt ein Händler. Leute, gleich beginnt der Reichtum. Manche Händler sind mit Karren unterwegs, manche sind zu Fuß. Ich weiß nicht, ob das die Viehhändler möglicherweise sind. Nee, transportiert Bretter. Ist das sogar einer von uns? Das wäre merkwürdig. Tatsächlich. Hä? Wieso transportiert der Bretter? Der hat doch hier noch gar kein Einkommen erwirtschaftet. Mysteriös. So, und er verkauft hier immer noch seine Mohrrübe. Eier, das wird auch immer weniger. Also ich denke, wenn wir wieder Geld haben, obwohl wir haben noch 6 Eier irgendwo in Reserve, das geht eigentlich, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal eine Hühnerzucht aufmachen. So, leider wird hier entweder unsere Abkürzung ignoriert oder der Händler reitet vorbei. Nein, er reitet nicht vorbei. Dann ist die Abkürzung offenbar nicht besonders beeindruckend. So, aber jetzt können wir feiern, dass wir möglicherweise das erste Vermögen hier verdienen. Und damit... Das ist aber auch das Durchreiten durch die Gebäude. So, 38. So schnell geht es. Damit haben wir 52 Regionsvermögen. Und damit kommt jetzt der Moment, dass wir das hier mit dem Vieh mal probieren. Und wie gesagt, ich speichere das mal. Das ist mir zu heikel, dass hier was schief geht. Also, weiteren Ochsen ordern. Genau das machen. So, Order für Anschaffung von Vieh platziert. Kleiner Start. Außerdem ist die Schusterwerkstatt jetzt fertig. Gleichzeitig hervorragend. Können wir uns auch kurz angucken. Das sind die Gebäude jetzt hier hinten.
die werden als Werkstatt genutzt. Interessanterweise sieht man jetzt davon hier nichts. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Außer, dass wir sehen bei den Personen, okay, jetzt Schuster, Arbeitsplatz ist hier. Aber es gibt keine weiteren Informationen dazu. Das finde ich nicht gut. Auch wenn ich Tab drücke, finde ich, sollte hier irgendwas angezeigt werden. Ne? Müssen wir uns also merken. Hier ist der Schuster. Was der jetzt automatisch macht, die holen sich jetzt hier Leder. Wir sehen das. Albrecht, Schuster, transportiert Leder. Mhm. Seine Frau auch. Und das werden sie jetzt ganz offensichtlich in Schuhe verarbeiten. Und das ist insofern gut, weil das erfüllt schon ein Bedürfnis hier, ne? Nach Bekleidung. Das nächste wäre dann noch Taverne und Kirchenstufe. Ja, ja. Daran müssen wir auch arbeiten. Aber ich denke, haben wir jetzt eigentlich noch irgendwelche Bauaufträge am Start? Nee, ne? Dann sollten wir weiter upgraden. Vielleicht machen wir mal hier weiter. Verbesserung auf Stufe 2. Und man kann sich schon mal informieren, was kostet denn das Upgrade? Aha, Ausbau zu einer kleinen Steinkirche. Schaut euch das an. 10 Lehmziegel. Hm, interessant. Das wäre dann der nächste Produktionsschritt. Das ist für uns okay, denn wir haben ja hier ein anständiges Lehmvorkommen. Damit wir das nutzen können, benötigen wir aber was? Einen Brennofen. So, wir kriegen jetzt im nächsten Monat ja wieder eine Familie. Ich denke, wir werden jetzt weiter expandieren in dieser Hinsicht. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Was ist hier mit den Bäumen los? Forsthaus. Fast das Gefühl, wir bräuchten hier noch eine Familie mehr im Forsthaus. Oder es kann sein, dass im Winter hier nicht so viel passiert. Weil wir werden ja, wenn wir jetzt hier mit Holz Handel betreiben, also auch mit den weiterverarbeiteten Holzprodukten, brauchen wir immer Holz, 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 Holz. Und Brennholz ist auch immer ein Thema. Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, wir werden hier vom Steinmetz mal wieder eine Familie wegnehmen und die ins Forsthaus stecken. Hier muss mehr gepflanzt werden, da bin ich unzufrieden mit. Aber lasst uns doch hier mal den Bau planen. Hinten die Kräuterhütte ist übrigens auch schon fertig, sehr gut. Da können wir jetzt ein Upgrade machen. Das kostet auch 25 Regionsvermögen. Jetzt ist die Frage, wie investieren wir jetzt unser wertvolles Regionsvermögen? Da können wir nämlich Kräuter anbauen. Noch haben wir da keine Familie drin. Ich habe aber gesagt, ich würde auch gerne noch Eier haben, ne? Weitere. Allerdings Kräuter vermindert Krankheiten. Scheint mir fast wichtiger zu sein. Ich würde sagen, wir investieren hier. Und die nächsten Bretter werden bestimmt bald auch verkauft. So, dann lasst uns mal diese Lehmgrube als nächstes bauen. Abbaugrube. So, ich gehe mal davon aus, dass die einfach nur in diesem Bereich gebaut werden muss. Keine Ahnung. Ob und wie. Okay, Zugänge gibt es von allen Seiten. Wird hier was angezeigt, wenn man nicht in dem... Ja, alles klar. Es gibt eine Fehleranzeige. Dann lasst uns so weit in unsere Richtung gehen wie möglich. Und das Ganze hier platzieren. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Da ist das Lagerhaus, ne? Das heißt, eigentlich wäre tatsächlich der direkte Weg der beste Weg. Ups. Ja, bau das von mir aus von da. Und kann man das Lagerhaus auch von der anderen Seite? Nee. Man muss da immer rumgehen. Und wenn wir hier schon diverse Wege haben, ziehen wir hier auch noch einen rüber. Gut. Das kostet nur einmal Bauholz, sollte also kein Problem sein.
Ja, und dann ist das so der Moment, wo wir dann wirklich mal gucken müssen, wo welche Leute wohnen und das so ein bisschen disponieren müssen, weil der Weg da zur Kräuterhütte schon weit oder zur Sammlerhütte hier, der Weg ist schon relativ weit. Ich meinte, man könnte natürlich auch anfangen, jetzt hier noch Häuser in die Richtung zu bauen. Aber wir bleiben mal bei der bisher angelegten Struktur. Was ist eigentlich hier mit der Hofstätte? Warum wird hier eigentlich nicht gebaut? Was ist hier los? Ach so, Gott, ich gebe hier viel zu viel in Auftrag. Wir haben ja noch nicht mal dieses Steuerding. Eieiei. Das ist schlecht, weil die Hofstätte eigentlich wichtiger ist. Warum ist sie wichtiger? Naja, ihr wisst, Monatswechsel und dann muss das eigentlich fertig sein. Das ist ja ärgerlich. Eigentlich gut genug aufgepasst. Der bringt wahrscheinlich jetzt hier nochmal Bauholz dorthin. Okay. Ja, ja, dann werden wir auf jeden Fall jetzt nicht noch mehr planen und bauen. Ich sehe gerade, Viehbestand ist schon auf 2. Ist der Viehhändler schon da gewesen? Wir sehen... Oh ja, tatsächlich. Da kommt er. Ich glaube, das ist unser zweiter Ochse. Jetzt ist nur die Frage, wird er hier auch korrekt angezeigt? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das bringt uns natürlich jetzt richtig weiter, wenn wir zwei Ochsen haben. Das wird die Baustellen richtig voranbringen. Ja, wunderbar, es klappt. Hervorragend. So, und dann hatte ich gesagt, würde ich gerne eigentlich eine Familie hier einsetzen. So, aber jetzt wird es wieder spannend. Wir haben jetzt keine Familie frei. Wer soll das tun? Wir haben allerdings so viel Stein, dass wir, glaube ich, erstmal die Steinmetze hier wieder abziehen können. Dann machen wir das so. Und wir bringen eine Familie zum Stall. So, das bedeutet auch, dass die Bauarbeiter jetzt normalerweise entlastet werden, dass die jetzt nicht mehr den Ochsen mitziehen müssen, sodass dann alle drei Leute direkt zur Baustelle gehen können und diese Stallfamilie sich jetzt um die Ochsen kümmert. So, tatsächlich, jetzt ist dieses Steuerhaus gebaut. Jetzt frage ich mich, was bringt uns das eigentlich? Ist das nur Ästhetik oder hat das noch irgendeinen Effekt? Die Steuern will ich jetzt erstmal nicht eintreiben. Ist ein bisschen unklar. Interessant auch, dass das Herrenhaus ein eigenes Lager hat. Da weiß ich auch noch nicht genau, was der Grund dafür ist. Gut, wichtig, wir haben wieder 100% öffentliche Ordnung und bisher wurde auch noch nichts gestohlen. Schauen wir mal. Ja, also das scheint irgendwie im Moment nur Ästhetik zu sein. Zumindest erkenne ich jetzt keine besondere Funktion. So, gut, da haben wir einmal Bauholz, sehr schön. Da ist der zweite Ochse jetzt unterwegs. Wir schauen schon mal, ob die Familie jetzt ihren Job schon erledigt. Einer führt schon einen Ochsen, und zwar diesen dort. Der andere wird von jemandem anderen geführt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das dann auch noch sich verändert. Wir beobachten das mal. Hier wird jetzt ein Stamm hingebracht. Ja, jetzt sind es hier zwei Ochsenknechte. Und die Bauleute arbeiten jetzt hier. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Hervorragend. Und wir werden noch rechtzeitig zum Monatswechsel dann hier auch noch das Haus fertiggestellt haben. Wunderbar. Das heißt, die Ochsenknechte können jetzt gleich Holz hier hinbringen. Ach, das passt ja alles. Sehr, sehr gut. Nebenbei können wir schon mal schauen, wie es jetzt aussieht. Wir verlieren natürlich jetzt ein bisschen Leder, weil im Moment niemand jagt. Das müssen wir demnächst mal ändern. 23 wilde Tiere, noch ist es in Ordnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass die ersten Schuhe auch schon da sind.
Hier sehen wir das Lager. Leder ist zumindest vorhanden. Werden denn die Schuhe schon feilgeboten? Ja, tatsächlich. Sieh die Schuhe hier so schön. Okay, prima. Was man meines Wissens auch nicht machen kann. Ah doch, man kann hier pausieren. Das heißt, ich glaube, wenn man darauf klickt, dann würden die Schuster aufhören zu arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass man dann die Familien für etwas anderes nutzen kann. Die sind jetzt erstmal auf ewig Schuster. Entschuldigt. Und das ist auch so ein kleiner Nachteil, den ich bemerkt habe. Wir können leider diese Spezifikation jetzt nicht mehr verändern. Und was ich auch sehe, und das ist jetzt noch... Ach nee, Quatsch. Wohnraum erweitern geht noch. Aber die Spezifikation können wir leider nicht verändern. Ne? Also die sind jetzt auf ewig Schuster. Was wir machen könnten, ist einfach nur das Abreißen. Das wäre das Einzige. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich meinte, da wäre ein bisschen Flexibilität nötig. Oder besser gewesen. Die Frage ist, was ich mich frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Das kann ich ändern. Also diese kleinen landwirtschaftlichen Hinterhofgeschichten, die kann ich wieder rausnehmen. Nur die Gewerke, die sind nicht zu ändern. Naja, ist okay. So, die Abbaugrube. Da müsste ja dann auch nochmal Bauholz hingebracht werden. Aber das hier hatte natürlich auch erstmal Priorität. Stimmt, da ist ja auch noch nicht komplett Bauholz da. Wir sehen aber unser Lager, das sieht ganz gut aus. Mal sehen, ob sich das mit der Doppelbesetzung des Forsthauses bewährt. Ansonsten müssen wir... Ja, ansonsten schaut mal, wir haben hier noch eine relativ nahe Waldfläche. Hier könnten wir auch noch Holz schlagen, das würde auch möglich sein. Ist relativ nah zu den Häusern. Das passt alles ganz gut. Okay. Ich würde sagen, wir warten mal, bis der Ausbau fertig ist. Da wir eh nur eine Familie haben, die im Moment als Bauarbeiter tätig ist, brauchen wir jetzt auch noch keine weiteren Planungen starten. Ist auf jeden Fall das Bauholz da. Und wir haben einen neuen Monat. Schön. Februar ist angebrochen. Die Frage ist, ob es effizienter ist, dass man die, ob man jetzt das Limit, sagen wir mal, auf 20 stellt und ob dann die Erholung schneller geht oder ob das einfach nur eine lineare Erholung ist. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte man ja vielleicht mal vorsichtig probieren. Machen wir es mal auf 15. Mal sehen, wann wir damit wieder starten. Jetzt brauchen wir tatsächlich echt ein paar mehr Familien. Wir brauchen eine, die hier dann irgendwann anfängt, Beeren zu sammeln und Kräuter. Wir brauchen zwei. Einmal hier Lehm muss abgebaut werden. Und dann müssen Ziegel gebrannt werden. Auch das spielt eine Rolle. Und was ist los mit unserem Handel? Hier ist ja auch länger nichts passiert. Hier liegt auch nur ein Brett. Aber ich glaube, es kommt auch nur einmal im Monat ein Händler. Das ist wahrscheinlich normal. Genau, wir haben ja auch gesagt, 15 Bretter ist Reserve. Offenbar hatten wir hier einige Bretter auch verarbeitet. Bin mir nicht ganz sicher. So, das Ganze ist jetzt zu Ende gebaut. Allerdings haben wir hier jetzt schon wieder eine neue Familie, genau. Die kann jetzt erstmal helfen beim Bauen. Aber wir müssen auch, hilft nichts, wir wollen immer weiter wachsen. Entschuldigt, wir müssen die nächste Hofstätte starten. Und ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich weiter. So, wir gucken mal, ob wir hier daraus wieder eine machen können. Jawohl. Da sollte die nächste gebaut werden und ein neuer Bekleidungsstand. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schusterfamilie selbst auf dem Markt steht. Nee, tut sie nicht. Naja, gut. Das ist in Ordnung.
Gut, also das muss gebaut werden. Und ehrlich gesagt, ja, Priorität ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt. Wir werden das in dem Monat schaffen. Das ist kein Problem. Und ich würde sagen, dass wir dann hier in der Nähe jetzt auch die Lehmziegel produzieren. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen knifflig, weil ich baue jetzt hier immer mehr Industrie in diesen Bereich rein und das reduziert natürlich die Möglichkeit, hier Bäume anzupflanzen, Bäume wachsen zu lassen. Könnte das vielleicht auch ein Problem sein? Andererseits, im Moment scheint es gut zu laufen. Wir haben genug Bauholz. Überlegen wir mal, wie das jetzt hier funktioniert. Der Brennofen. 2 und 5, kein Problem. Wie viel Platz haben wir im Lager? Oh mein Gott, das allgemeine Lager ist schon fast voll. Uiuiuiuiuiui. Das gefällt mir auch nicht. Das heißt, also man kann natürlich die Waren jetzt hier so ein bisschen spezialisieren und sortieren. Vor allem Brennholz wird hier eingelagert. Man müsste eigentlich ein eigenes Brennholzlager schaffen. Aber das bedeutet wieder irgendein Typi dort, eine weitere Familie, die wir dafür nutzen müssen. Okay. Oder kann man hier ein Upgrade machen? Tatsächlich. Ausbau zu einem großen Lagerhaus. Vergrößert das allgemeine Lager auf 2500 Einheiten. Ja, genau. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Klar, machen wir das. Sofort. Hervorragend. Eieiei. Wenn man immer im Moment des Speicherns irgendwas mit der Kamera tut, dann wird es wild. Ja, das ist dann der nächste logische Schritt, genau. Und dann werden wir vielleicht in dem Bereich die Lehmziegel herstellen. Ja, hier gegenüber. Das ist ganz gut. So, wir gucken mal, was hier noch gebaut wird. Ja, wie am Ende diese Lehmkuhle aussieht. Auch ganz interessant. Und ich frage mich, warum keine Bretter produziert werden. Es könnte mit der... Ja, das ist das gleiche Thema. Das ist das Vieh. Der Stall. Also der Ochse. Der Ochse, der immerzu jetzt für Baugeschichten genutzt wird. Wahrscheinlich brauchen wir noch Ochsen. Wir müssten wahrscheinlich einen Ochsen abgeben. Hier zum Beispiel ans Holzfällerlager oder an die Sägegrube. Die können ja auch einen Ochsen kriegen und dann den nächsten bestellen, wenn wir 20 Regionsvermögen haben. Also die Ochsenfrage ist, glaube ich, hier die ganz entscheidende Frage. Das dauert sonst alles viel, viel, viel zu lange. Mein Eindruck zumindest. So, der baut hier ganz alleine. Hey, you, no slacking off. Der nächste Lebensmittelstand ist gebaut worden. Das sieht irgendwie nicht besonders kunstfertig aus, was du hier machst. Ich bin skeptisch. Aber schön hier auch der Blick von hier aufs Dorf. Jetzt wird dieser dicke Baum gefällt. Tja, und von den beiden Forstlern habe ich jetzt auch noch nichts gesehen. Aber es kann auch sein, dass gerade im Winter da nicht viel passiert. Ne? Wäre ja nicht ganz unrealistisch. Der Boden ist hart gefroren. Kannst du die Bretter auch mal gerade annageln? Nur weil das hier ein bisschen weg ist vom Dorf, heißt das doch nicht, dass man sich keine Mühe geben muss. Hey, where are the pegs? Oh, there they are. Das ist es? Meine Güte. Okay, das war nicht unser talentiertester Zimmermann.
der hier tätig ist. Okay, gut. Oh, und hier entsteht das neue große Lager, sehr schön. Fehlt allerdings noch eine Menge Bauholz. Das sind dann hier unsere... Ah ja. Die Hofstätte ist fertig, sehr gut. Wachstum ist gesichert. Wir schauen mal kurz, wo ist das liebe Vieh? Da hinten, ja, die holen Baumstämme aus dem Wald. Ja, wir brauchen eigentlich, idealerweise brauchen wir noch zwei weitere Ochsen. Einen fürs Holzfällerlager, eins für die Sägegrube. Weil, wenn halt die Ochsen immer nur für die Baustellen jetzt tätig sind, dann arbeitet die Sägegrube nicht. Dann verdienen wir kein Geld, weil wir keine Bretter produzieren. Also von den Ochsen hängt alles ab. Mit diesen weisen Worten beende ich dann erstmal wieder diese Folge. Und wir haben fast den ersten Winter überstanden und sehen uns in der nächsten dann wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.